Tandem als E-Bike. Manchmal glaubt man ja, dafür gäbe es gar keinen Markt so richtig. Wir sind hier auf der Velo Berlin und das ist das Fahrrad, was während wir hier am Stand von Flyer sind, eigentlich mit am meisten ausgeliehen wurde. Das heißt, das Interesse ist irgendwie da. Thomas von Flyer ist bei mir. Grüß dich. Hallo. Das heißt, das ist nicht nur ein Spaßmobil. Ihr habt euch tatsächlich dabei was gedacht, ein Tandem tatsächlich auch als E-Bike anzubieten. Ja, ist ja nicht das erste Mal, dass Flyer ein Tandem im Programm hat. Und wir haben es letztes Jahr wieder mit ins Programm aufgenommen. Aha. Und man sieht es hier auf der Velo Berlin, das ist das Bike, was mit am öftesten draußen ist auf dem Testparcours. Ja. Und ist eben nicht nur der Spaßfaktor, sondern ich denke, da ist auch eine praktische Seite dahinter. Aha. Wir bieten das da in zwei Größen und in zwei Ausstattungsvarianten an. So wie wir es hier stehen haben, mit der XT-Gruppe und einer grobstolligen Bereifung. Und dann haben wir auch noch eine zweite Variante mit Roloff und mit den Supermoto-Reifen. Mhm. Das sieht ein bisschen abenteuerlich hier aus, auf den ersten Blick. So diese Kombination von Riemen und dann Kette. Aber wahrscheinlich ist ein Tandem ein Typ Fahrrad, an dem man irgendwie halt ein paar Dinge einfach anders macht, oder? Also Kettenschaltung und grobstollige Bereifung. Dieses Modell möchte auch ins Gelände, auch wenn das schwer vorstellbar ist mit einem Tandem. Aber damit meine ich auch Waldwege, ja, wo mit leichte Steigungen drin sind und wohingegen das andere Modell dann doch eher, ich sag mal, für den flachen Bereich für Norddeutschland geeignet ist. Ja, ja. Aber wenn du sagst, irgendwie manchmal ist schwer vorstellbar, aber es gibt tatsächlich Leute, die fahren halt auch gern Tandem im Gelände und eben auch als E-Bike irgendwie so. Ne? Die Nachfrage ist schon da, aber man sieht es eben, das Bike ist etwas länger als normale. Ja, ich glaube, wir kommen hier fast auf 2,50 Meter und es ist eben in dem Fall nicht faltbar. Ja. Also man braucht eben auch schon den Platz, wo man das Bike unterstellen kann. Mhm. Und, aber wie gesagt, wir haben es heute gesehen, sehr große Nachfrage danach. Ja. Lässt sich da überhaupt was feststellen? Irgendwie ist es so ein Typ Mensch, der vorbeikommt und sich für so ein Fahrrad interessiert, oder ist es total bunt gemischt? Könnte ich jetzt nicht definieren, dass es ein bestimmter Typ Mensch ist. Ja. Es sind sicherlich Pärchen, die zusammen was unternehmen wollen und sich für den Fahrradtyp Tandem entscheiden. Ja, zumal das ja auch, okay, ist halt ein Ticken länger und auch ein Ticken schwerer, aber technisch ist es auf einem Stand wie jedes andere E-Bike auch. Ne? Dafür haben wir eben die Unterstützung. Wir haben hier einen CX-Motor von Bosch drauf, haben zwei 625 Wattstunden Akkus verbaut, die auf jeder Seite verbaut sind. Ja. Somit bietet das Bike insgesamt bis zu 400% Unterstützung und damit ist man gut gewappnet im Gelände, sowohl als auch auf der Straße. Ja. Und ich habe zwei Leute, die auch einen eigenen Input liefern, die ja auch eine Leistung da reinbringen in das System. Ja, das heißt irgendwie erstens, sie sorgen für Vortrieb und zweitens, es geht auch nicht alles komplett auf dem Akku, was ich damit mache. So, ne? Also ich habe auch eine Leistung, die von den Fahrenden selbst kommt erstmal. Das ist ja immer so beim Pedelec. Es ist ja kein selbstfahrendes Elektromoped, sage ich mal, sondern der Motor unterstützt die Fahrleistung. Ja? Und so ist es auch in dem Fall. Ja, und wir haben jetzt hier bei uns im Programm, ich habe es vielleicht vorhin schon erwähnt, zwei Rahmengrößen. Einmal in dem Fall hier die XS und die M und dann haben wir noch eine S und eine L. Aha. Ja. Okay. Also da können auch Leute Platz nehmen, die einfach unterschiedlich groß sind. Ja. Es ist schon sehr individuell. Aha. Ja, also wenn ich jetzt ein Pärchen habe, die beide gleich groß sind, dann wird es schwierig. Aber im Regelfall ist es ja so, dass einer kleiner ist als der andere, sodass wir mit diesen beiden Größen doch viele abdecken können. Okay. Ja. Bei manchen E-Bikes von Flyer habe ich ja die Chance, zwischen einer Stargabe und einer Federgabe zu wählen. Weißt du, ob ich das auch hier habe? Oder? Nein. Es kommt so, wie es da steht. Es kommt so, wie es da steht. Sicherlich hätten sich viele eine Federgabel gewünscht, aber dieses Bike muss ja eine Belastbarkeit oder eine Gesamtbelastbarkeit von 250 Kilo aushalten. Aha. Und kann im Moment nur die Stargabel liefern.
Okay. Wenn es eine Federgabel gibt, die diesen Anforderungen entspricht, kann sie gerne rein, aber momentan ist dem noch nicht so. Ist dem noch nicht so. Okay. Dafür gibt es einen stabilen Gepäckträger. Was verträgt der an Last so maximal? Er verträgt 25 Kilo. Okay. Ja. Und ist ausgestattet für Seitentaschen oder auch für das Ragtime-System, das Klicksystem. Also ich kann auch jede Menge Gepäck mitnehmen auf meine Tandem-Tour. Ja. Ja. Also dieses Bike eignet sich besonders gut für jemanden, die Radferien machen möchten, von A nach B mit Gepäck, zusammen zu zweit. Ja. Was haben wir sonst dran verbaut? Bosch-System hast du schon gesagt. Sag vielleicht nochmal, was für ein Display ist verbaut. Genau, beim Tandem ist Bosch TX-Motor verbaut, 625 Wattstunden Akku. Ja. Wir haben hier das Intuvia-Display. Das sind so die wichtigsten Parameter. Hm, okay. Lichteinlage ist von Busch und Müller? Wir haben hier vorne eine Supernova. Okay. Und, ja, genau. Wie gesagt, in dieser Ausstattung, wie es hier steht, haben wir die Riemenverbindung zwischen den beiden vorderen Kurbeln. Nach hinten geht die Kette. Beim Roloff-Modell ist alles komplett mit Riemen. Komplett ja. Riemen. Ja. Also ihr habt nicht nur die Wahl, ob ihr vorne sitzen wollt oder hinten, sondern ihr könnt auch zwischen Kette und Nabenschaltung wählen und vielen anderen Sachen auch. Wenn das ein Bike ist oder ob euch die Auswahl reicht, könnt ihr ja gerne auch in den Kommentaren uns schreiben. Ansonsten, ja, danke Thomas fürs kurze Vorstellen vom Fahrrad. Danke euch fürs Zusehen und ich hoffe, wir sehen uns demnächst wieder. Bis dahin, tschüss!